Gräberständen bei der Herr der Ringe, der Krieg im Norden. So wird's gemacht. Oh ja. Ein Grab haben wir ja schon durch. Und hier ist unser zweites. Mit noch mehr Toten und... Und viel mehr Räumen. Oh ja. Oh, hier wieder Zauberraum. Hier ist ein Durch Edro. Das hier unten erscheint mir etwas komplexer als das erste Grab. Gibt's nämlich noch zwei Abzweigungen. Das heißt mehr Klopperei. Oh ja. Also ich habe immer nur Müll drin. Also keine Items direkt. Och, ich habe hier ganz Nützliches. Ich habe zum Beispiel eine seltene Hose gefunden. Zumindest glitzert die und hat so ein Symbol dabei. Oh ja, wenn es glitzert, muss es selten sein. Richtig. Ist ja nicht so, als würde es überall Glitzersteine geben. Na gut, da gehen wir mal. Ja, genau, geradeaus. Im Zweifelsfall immer geradeaus. Das war meiner. Hier kämpfen wir in Einheit. Oh. Kam der her? Ich hab keine Ahnung, Olga hat ihn gefunden. So, hier gibt's offenbar nichts mehr. Ja doch, hier unten sind noch ein paar Särge und eine Kiste. Und Gegner? Ja. Jawohl. Ohne wäre es ja langweilig, ne? Ihr sterbt vor mir, Dämonen. Ach komm, Olga. Und tot. War er zwar vorher schon, aber das war nur noch mal zum Nachkontrollieren. Ah, hier hinten geht's da noch hoch. Kannst du mal sehen. Hier gibt's Wege. Gott, wir müssen hier mal nicht verloren. Wir kämpfen wie eine Einheit. Dann schauen wir uns einfach unsere eigenen Let's Plays an und dann wissen wir, wie wir rauskommen. Jetzt genau. Werden wir einen Waldläufer kennen. Ahel berät Miltoniel. Aua. Aua, aua, aua. Nein. Hilfe! Ich war ja festgebackt. Hier ist langsam echt eine fiese Gegnermenge vorhanden. Ich kann nicht mehr viel einstecken. Hilfe! Kannst du Olga wiederbeleben? Bin ich schon dabei. Perfekt. Puh, das war knapp. Olga kämpft da schon wieder gegen irgendwas. Das hat der böse Ende. Mist. Und das erste Grab ist gesäubert. Perfekt. Ach ne, da drüben war der magische Raum. Genau, das hat quasi nur im Kreis geführt. Also haben wir jetzt alles schon gesehen, was es hier gibt. Ich dachte es mir fast schon, dass es hier nur im Kreis geht. Aber gut. So. So. Und jetzt noch hier hoch. Da drüben ist noch was zum Einsammeln. Da oben ist nichts mehr. Habe ich vorhin schon geguckt. Zumindest gab es für mich nichts mehr. Doch, hier ist eine Kiste. Okay, dann habe ich die Kiste übersehen. Ne, die war schon offen. Du warst vielleicht schon dran, nicht wahr? Ja, da war schon. Aber noch nicht da oben. Nein. Dies hat die Kraft zu heilen. Mal natürlich wieder eine Pflanze von oben. Auch mal neue Schulterstücken für uns, aber schlechtere. Wie soll's anders sein? Und eine Hose. Schlechter. Wie soll's anders sein? Gut. Get ready to bumble? Yes. Of course. Ihr herrscht sogar über die Steine.
Und noch mehr Tote. Oh, das wird aber. Ach, Magier. Oh Gott. Dragunhold. Das gefällt mir gar nicht. Mach dich bereit zum Ausweichen. Deine kommen bestimmt auf uns zu. Ich hoffe ja eher auf euch. Hältst du dich ein bisschen dezent zurück, oder? Nö. Aber meine Pfeile kommen durch. Das ist schon mal. Ja, mein magisches. Ah, jetzt weiß ich. Pass auf. Ich hab grad Steine gewogen. Aua. Schon wieder. Das Blöde ist, dass Olga genau ganz vorne steht. Wir kämpfen wie eine Einheit. Naja, wenn er trifft, ist es ja okay. Ah, das funktioniert doch. Noch nicht. Ich hoffe mal. Ja, sieht ganz gut aus. Okay, Ortswechsel anscheinend. Wo ist er hin? Hier hoch. Da, hoch. Da kann ich nur noch in meinen Kreis schwimmen bleiben. Der hält aber ziemlich lange, hä? Der ist halt ein besonderer Elbenkreis. Jetzt ist er weg, oder? Nee. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist er weg. Aber ich kann ich gleich wieder setzen. Hier ein bisschen. Ich ärgere ihn mal. Wir müssen erstmal weg. Ich werde euch vor ihren Pfeilen schützen. Ich habe nichts mehr. Bin vor. Du Schuf. So, jetzt stellen wir uns wieder hier rein. Oh. Ich kann das noch nicht tun. Und Ortswechsel. Bloß wohin? Ach, da drüben. Jetzt ist er unten. Na, jetzt kriegt er aber mal ein Portal in die Schnauze. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, da nah ranzugehen, aber probier's ruhig. Da haben wir ihn. Und weg ist er. Wow. Der Weg voran ist frei. Bei mir hängt's gerade. Ungünstig. Und da ist Sohan natürlich wieder rausgeflogen. Aha. Wie soll es anders sein? Brauchst du eine Einladung oder kommst du so wieder rein? Bei mir ist das ganze Spiel weg. Wir machen hier mal kurz Aufnahmestopp, bis Sohan wieder da ist. Und da ist Sohan auch wieder mit dabei. Er hat sich wieder eingeloggt. Kurz mal aufgehangen, ne? Muss auch mal sein. Das ist alles nur wegen der Sicherheit. Ja. Kein Grund zum Aufhängen. Aber es geht ja weiter. Mit Toten. Oh oh. Mit da ist was durchgehuscht. Das ist bestimmt Gollum. Nee, das waren zwei. Und Gollum gibt's nur einmal. Dann war's Gollum und seine Schwester. Sein schizophrenes Ebenbild. Gollumine. Wow! Jetzt kommen sie. Wir kämpfen wie eine Einheit! Wir kämpfen wie eine Einheit! Jetzt lernt ihr einen Waldläufer kennen! Und Kopf ab! Viele kann ich nicht mehr einstecken! Hindert aber manche nicht daran, weiter zu kämpfen. Ja, leider nicht. Also die Toten mit Schwert und Schild, die sind zähe Brocken. Ich mag den hier gerade nicht mit Bogen, mit Pfeil und Bogen, der ist sehr nervig. Dann machen weg. Alles was stört ist unverzeihlich und muss entsorgt werden. Wie er ein Level up hat. Der Olga? Ah, nee, du. Und weg. So, aus kann die ich Maus. Jetzt nur mal die Kiste hinten öffnen. Ja. Die wollten mich ja nicht in die Kiste lassen. Schweine. Ach ja, und Skillen müssen wir mal wieder. Wir machen mal hier ein bisschen Willensstärke natürlich auch mal wieder mit rein.
Hier ein bisschen Geschicklichkeit. Und erringen die Leute mit den Fähigkeiten, oder? Weiß ich. Na gut, ich nehme es einmal für das Schild. Mal gucken, ob es mir das bringt, was ich möchte. So. Weiter geht's. Geht immer tiefer hier runter. Das ist alles sehr unschön. Naja, wäre blöd, wenn man die Toten immer weiter oben vergraben würde. Ja. Wie auch immer das gehen sollte. Oh oh. Hier ist ordentlich was los. Vielleicht können wir die hier reinlocken. Ist erstmal wichtig, dass die mit ihren Scheiß heilen. Los, Olga. Mach mal Gebrauch von meinen Pfeilen. Man kann ihnen die Köpfe wegschießen. Ja, mach ich gerade. Ist sehr angenehm. Noch nicht. Dann schlagen die blind um sich, das ist cool. Ich muss aufpassen, dass sie nicht zu nah rankommt, sonst treffen sie uns trotzdem, auch wenn sie blind um sich schlagen. Ich habe nichts. Ich mach erstmal wieder die Pfeiltante. Und Olga ist übrigens gefallen. Helf ihm hoch. Und er steht wieder. Kommt hoch das und führt direkt eine Attacke aus. Ah, hier hinten ist noch so ein Pfeil. Na, das muss ja effektiv sein, ne? Dann nimmt er gleich den Schwung mit aus der Lage und dann... Tada! Oh ne, da ist nie tot. Er hat noch einen kleinen Kopf. Müssen wir ändern. Verlier deinen Kopf, du Opfer. Köpfe müssen leider draußen bleiben. Oh, ich hab ihn leider nur im Bein abgeschnitten. Das Mist. Slow-Mo. Musst du nochmal machen. So, jetzt haben wir das dritte Grab gesäubert. Und damit müsste die Quest eigentlich erledigt sein, oder? Bei mir ist ein Häkchen oben. Das kann ich gut gebrauchen. Mission erfüllt. Aber hier geht's ja noch weiter. Ja. Aber die Quest haben wir ja erhalten, als wir hier die Höhlen leben haben. Ich guck mal eben ins Questlog. Moment. Ja, da oben geht's wieder raus. Die ist einfach nur jetzt als erledigt markiert. Sehr schön. Aber eine Belohnung kriegen wir offenbar nie, oder? Haben jetzt zwar keinen direkten Questgeber, aber irgendwo wäre es ja nicht ganz schlecht, ne? Wir haben es dann eben sonst gemacht. Genau, da könnte irgendjemand sagen, danke, danke und... Ja, das wäre schon mal ein Anfang. Ja, schöne Gegend. Hier würde ich mal Urlaub machen wollen. Und ich... Campingurlaub. Eher nicht. Diener der Dunkelheit! Diener der Dunkelheit! Hallo! Vielleicht, die sehen so nett aus, die Leute. Vielleicht können wir die mal nach dem Weg fragen. Es ist Zeit, hier ein Ende zu bereiten. So, einer weniger. Die Pussys. Wow, der Schlag geht ganz schön ab, ne? Ja. Auf jeden Fall. So, hier ist eine neue Blume. Hier oben gibt's offenbar noch was. Es sieht zumindest verlockend aus. Pass auf, hier oben wartet der ultimative Schatz auf uns. Genau. Ein Silberstück. Diese Blüte ist wunderschön und nützlich noch dazu. Hier ist eine Küste. Ja, ein paar neue Schuhe. Mal sehen, ob sie gut sind. Ich habe zu viele Sachen in meinem Inventar. Ich schlechter als meine alten. Zu viel. Jetzt müssen wir irgendwas Sinnloses nehmen. Und dann vielleicht Blut. Ach, Sohan oder Olga geben. Oder Traben notfalls. Dann nehmen wir nämlich die Kiste hier. Hast du noch Platz bei dir? Welche weiß Kategorie? Nicht. Weiß es weg. Ja, die hab ich noch genug. Ist das wenigstens ein bisschen Geld wert? Ja, besten Dank. Oh, ich habe hier auch noch einen Hut. Aber nicht für mich, der ist für Olga. Olga mit Hut. Na sowas.
Und was haben ja, wir hier? Ja, jetzt hat er seinen Helm. Schulterstück. Auch für Olga. Mit Helm ist immer gut. Wegen der Sicherheit, ne? Wenn man sich mal einen Kopf stößt oder so. Direkt mit Helm. Die Sicherheit sollte immer gewährleistet sein. Richtig. Ja. Und Hosen. Toll. Gut. Hab ich's. Nachdem wir uns jetzt mit neuer Ausrüstung eingedeckt haben, machen wir direkt mal eine kleine Pause und prügeln dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin. Bis dahin.